So, da bin ich wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Build. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich befinde mich gerade hier am Strand, wo die Wohnhäuser oder die beziehungsweise die Ferienhäuser entstehen. Und hier die Bulldogs ist am Start. Renas ist am Start. Der schreibt gerade was. Oh, schreibt ganz schön lange gerade was. Und da ist noch jemand fleißiges Seiten Lys. Und da ist auch noch jemand hier. Ja, und Retai. Aber ich warte mal erstmal ab, was hier gerade passiert. Ich dachte, ach cool, da steht's ja schon. Die Bulldogs. Ach so, es geht um den Skin. Ja, stimmt. Die Bulldogs hilft Renas, seinen XXL-Skin weiterzubauen. Stimmt, so war das ja. Ah, okay, wer schreibt, der bleibt. Schreibt um die Wette. Sieht ein bisschen aus wie so ein Quizduell. So, wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Renas? Düsseldorf? Nein, falsch. Bulldogs? Hamburg? Auch falsch. Was steht da? So. Komm, so. Mal schreibe ich mal ein Schild hier. Ich muss mal eben sagen, dass ich in der Aufnahme bin. Aber ist mein Aufnahmeknopf überhaupt gedrückt? Ja, genau. So. Nehme. Auf. Alle sind wieder ganz fleißig hier, die ganzen Leutchen. Komm schon. Gut nehme, gut nehme, gut nehme, gut nehme. Auf. Ach, meine, das dauert ja ewig hier in dieser Ecke. So. Uppala. Komm, noch ein Smiley hinterher schmeißen. So, was steht denn da? Achso, das habe ich geschrieben. Was steht denn da? Ich guck mal mein eigenes Schild an. Yeah, was geht ab bei euch? Gut, nehme auf. Ach, irgendwas stand da gerade wieder. Ich hab's nicht gelesen. Bulldogs, hau doch nicht ab. Ich hab's nicht gelesen. Komm wieder hier hin. Bin ein bisschen überfordert mit dem. Okay. Ach so, okay. Das okay war das gemeint. Ja. Schaue ich mir mal das schöne Haus hier an, was hier gerade gebaut wird. Wow. Okay. Ja, sieht nach einer schönen Villa aus. Alter, oben sieht das ja geil aus. Ist ja mal cool. Direkt zum Pool hier am Start. Oh, ja. Oh. Schön hier mit den ganzen XXL-Skins da hinten. Schön kann ich gerade hier von der Blume noch abbeißen, wie so eine Kuh, wie so ein Wiederkäuer. Heute nehme ich mal die Rose, morgen die Tulpe. Oh, ist das schön. Ich mit meinem Käsebutterbrot hier in der Hand. Mit meiner Käseplatte da. Ach, ist das herrlich. Was will man mehr? Boah, die fetten Hochhäuser sehen auch krass aus von hier. Heftig, deftig. So. Aber wir sind ja nicht zum Chillen hier. Wir sind ja hier zum Dings. Ja, ich bin ja hier zum Zeigen, stimmt. Aber bevor ich hier ein bisschen in My City rumfliege, drehe ich mich mal um und check mal kurz die Kommentare, weil da waren so einige Sachen. Moment. So, jetzt bin ich gerade am PC. So, was haben wir denn hier? Wie heißt der? Eistee-Place. Ach, Eistee Place soll das heißen. Ah, wahrscheinlich, aber es wird nicht wie T geschrieben. Okay, Eistee Place HD. Schick. Ach ja, genau, da ging es um eine FA, eine Freundschaftsanfrage. Killergurke ist das. Ja, dich habe ich schon längst angenommen. Ich habe ein bisschen Probleme mit den FAs anzunehmen, weil meine Liste ist voll. So, was habe ich denn noch hier? Sturmschoko HD. Kannst du mal ein Tutorial einen Armeehelikopter bauen? Würde mich freuen, weil ich gerade eine Armeebasis baue und von dir schon Armee-Jeep, Jet, Soldatentransport gebaut habe. Oh, das freut mich. Und nur ein Helikopter fehlt. Mach außerdem weiter so mit deinen Videos. Ja, danke schön. Ja, so Helikopters und so Flugzeuge. Ah, was ist denn los, Luis? Da habe ich gerade mal zur Seite geguckt. Ja, was ist los? Was ist? Du kannst auch ein Schild schreiben und mich dann rufen. Genau, so, Kommentare wieder zurück. Ja, das freut mich, dass du die Sachen nachgebaut hast. Dafür mache ich es ja auch. Freut mich generell, wenn euch diese Tutorials gefallen, weil ich lege da echt, ich mache mir da echt Mühe, dass das einigermaßen ordentlich aussieht in so einem kleinen Maßstab. Ja, so Helikopter und so Flugzeuge, die werden auch noch kommen, nur das wird ein wenig noch dauern, sage ich mal so, weil ich nur einige am Start habe. Genau, weil die auch nicht ganz so leicht zu bauen sind. Ich möchte nicht einfach was hinklatschen. Da brauche ich schon Zeit und ich muss mir das schon alles angucken. So, was ist los? Findest du das Haus schön? Komm schon.
So. Nee, komm. Sonst taucht er gleich ab und will ich weiterbauen. Nein. So. Zack. So. Oh, das schreibt aber viel hier. Heute ist ein Schreibelaune. So, dann habe ich noch was hier. Elias Lazar, also nicht unser Elias hier vom Bauteam. Bau mal einen Skaterpark. Ja, fand ich auch schon ganz cool. Skaterpark hatte ich auch schon öfters mal im Sinn. Das wird auch kommen. Nur ich muss es nochmal mir selber aufschreiben. Was steht denn hier? Ach, Leute, es dauert alles noch. So, das kann ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Nee, habe ich den Faden verloren? Nein, genau, der Skaterpark. Den muss ich noch an die Bauvorschlagstafel schreiben. Das machen wir mal jetzt hier, weil ich werde hier gerade ganze Zeit. Ach Leute, was seid ihr denn jetzt schreibenbedürftig hier? Was ist denn jetzt los? Nein. Nein, nicht heute. Ich nehme noch heute erst die Folge auf. Ich habe immer was noch in Reserve. Das muss ich erst raushauen. Ach Leute. Nervt mich doch jetzt nicht ganz Zeit. Ihr seid ja heute auch anstrengend. So, ich fliege jetzt erstmal weg hier. Hilfe! Ich will weg hier! Ich will keine Fragen beantworten! Nein, Spaß. Ich muss jetzt erstmal zur Tafel fliegen, weil da schreibe ich jetzt diesen Skaterpark dran. Wie gesagt, ich hatte das schon öfters mal im Kopf, einen Skaterpark zu bauen. Und jetzt hat es auch einer genannt. Dann denke ich, komm, bauen wir das mal in Zukunft. Deswegen muss ich es erstmal auf die Tafel verewigen. Boah, baut sich die Welt langsam auf. Das sieht aus wie so ein Mittelmeer hier. Wie so ein Ozean, der blaue Ozean. Aber gut, dass ich ungefähr weiß, wo ich bin. So, ab an die. Boah, ist die voller geworden hier? Nee. So, komm, schreiben wir das hier mal dran. Oh, Autohaus kann ich übrigens gleich weglöschen, sehe ich gerade. Das ist ja schon fertig. Komm schon. Skatepark. Genau. Ah, ich habe auch schon einen Plan, wie man den baut ungefähr. Mit so Graffitis und so, Betonwänden und sowas alles. Und so eine Grindschiene und so, wo die Skater so fahren können. Habe ich das richtig geschrieben? Ah, jetzt habe ich das falsch geschrieben, ne? Ich habe Skatepark. Ach, wie peinlich. Ne, das muss ich nochmal neu machen hier. Leute. So. Nicht, dass ihr nachher denkt, das wird so geschrieben und ich bin schuld. Skate. Boah, ist das schwierig hier zu schreiben, ey. Das ist echt mega langsam. Da ist wieder die Bulldogs. Verfolgt mich immer. So, Skatepark kommt dran. Genau, der Skatepark kommt dran. So, dann mal wieder eben zurück zu den Dings hier. Zu den, ja, Kommentaren. Dominik Gamer, kannst du mir eine FA schicken? Ah, ich habe deine FA schon angenommen, Hot Kids. Ne, was haben wir denn noch hier schön? Easy Gamer, ja. Geile Folge, jetzt kann ich wieder mitbauen. Ja, das freut mich. Komm mal vorbei. So, Michael Brenke, spielst du PS3, PS4? Nein, PS3 und PS4 und PS3 ist nicht kompatibel. Wir können nicht zusammen Minecraft spielen. Ist leider kein Crossplay, es wäre mega geil. Das wäre richtig geil, weil ich mittlerweile immer mehr Leute habe, die auch nachfragen, ob ich auch auf der PlayStation 4 spiele. Konso, richtig geil, mach weiter so. Wenn es weiter bei dir so läuft, dann wird das was. Mein Glückwunsch. Danke, Konso. Konso kenne ich schon ganz lange. Seitdem ich mit YouTube angefangen habe, war der mit einer der ersten, die ich kennengelernt habe. So, Dominik Sputti. Oh Mann, ich würde gerne so gerne auf den Server. Ja, du hast, glaube ich, eine PS4, meine ich, ne? Ich bin mir jetzt unsicher. So, was haben wir denn da noch? Ja, genau, stimmt, das war's. Das war's mit den Kommentaren. Supi. Dann können wir jetzt mal zurück. Oh, mein Aufnahmeknopf ist ja noch gedrückt, oder? Ja, alles Paletti. So. Dann wende ich mich mal wieder euch zu hier, mein City. Wir könnten mal wieder die Karte austauschen. Die ist ja wieder ein wenig voller geworden. Wo ist denn überhaupt die Map? Die habe ich ja lange nicht mehr gehabt. Da ist sie. Da ist sie. So. Einmal die Map wieder reinknallen. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Was ist das? Warum denn eine leere Karte? Hä? Wie? Warum ist. Hä? Bin ich jetzt dämlich? Warum ist sie denn jetzt leer? Hä? Ach. Wie muss ich jetzt nochmal über die ganze Map fliegen? Hallo? Warte mal. Das kann doch nicht sein. Die war doch.
Warum? Hey Leute, warum zeigt der mir die Map nicht mehr an? Bin ich jetzt doof? Was mache ich denn jetzt? Ich will doch die... Wer ist das hier, Bulldogs? Hä? Ich wollte hier einfach die neue Map reinsetzen. Was ist denn das? Nein, keine leere. Leere Karte. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was soll denn das jetzt hier? Ich wollte ja doch mal meine ganze Stadt erstmal hier aufdecken. Ach, stimmt, ja, hier wurde ja auch was gebaut. Warte mal, das war doch von Bumsdoggy hier. Stimmt, Bumsdoggy will ja ein Schwimmbad bauen. Das hatte ich ja noch überhaupt noch nicht gezeigt hier. Da seht ihr mal. Stimmt, wenn er wieder hier ist, dann muss ich ihn wieder dran erinnern. Hier soll ein Hallenbad entstehen. Boah, ist schon riesig. Das ist schon ein bisschen her. Stimmt, ja, da war doch was. Warum ist hier ein Loch drin? Leute, hier wird nicht reingeguckt. Warum ist hier ein Schild? Mach mal hier eine Tür. Wie eine Tür? Nein, hier kommt keine Tür. Könnt ihr auch dann selber eine Tür reinsetzen? Bis ich das Schild mal sehe. Ich weiß gar nicht, wie lange das Schild hier stande. Ja, Bulldogs. Wer schreibt, der bleibt. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Okay, ein wenig noch. Bulldogs ist auch schon lange hier. Bulldogs und ich, wir sind ihr Zuhause. Schön, ne? Einer schreibt, einer guckt. So muss das sein, in mein City und meine Nase juckt. Einer schreibt, einer guckt und meine Nase juckt. Boah, das reimt sich sogar. Aber mit dieser Karte, das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich die nicht öffnen? Hallo? Konnte ich doch immer. Oder ist das nach manchen Updates von Minecraft, ist das dann irgendwie wieder komplett leer, dass man wieder komplett die ganze Karte überfliegen muss oder aufdecken muss. Boah, ich bin schon voll der Pimp, ne? Guck dir mal, was ich für ein krasser Typ ich bin hier mit meiner Sonnenbrille. Oh, was steht da? Könnte jemand Casino, ne? Ja, können wir machen. So, stimmt, wir fliegen mal eben zum Casino, aber vorher muss ich noch was an der Tafel kurz weghauen. Einen Moment, warte mal, Autohaus muss weg. Das Autohaus ist gecheckt. So. Okay, so, Casino. Fliegen wir mal dahin, da mache ich dann halt ein Schild dran, Gemeinschaftsprojekt oder so. Oh, der alte Airport von Main City. Oh mein Gott. Manche Gebäude würde ich gar nicht mehr so weiterbauen. Also so bauen wie vor ein paar Jahren. Oh, hier irgendwo war das Casino. Stimmt. Aber... Warte mal, wie kann ich denn... Kann ich denn die Karte aufdecken? Ich kann mir die ja noch nicht mal angucken. Bin ich jetzt so von doof? Ich kann die... Irgendwie kann ich die Map nicht öffnen. So, hier ist das Casino. So, dann mache ich mal nämlich ein Schild für alle, dass man das dann checkt, dass sie alle mitbauen können. Uppala. Casino. So, einmal runter. Komm schon, Schildchen. Gib alles. So. Und bitte keine FAs momentan schicken, weil meine Spielerliste ist definitiv voll. So, auch wenn ihr gerne mitspielen wollt, momentan geht's nicht. Gemeinschafts... Oh. Projekt würde nicht hinpassen, das muss ich noch weiter nach unten schreiben. So, komm schon. So. Project. Unterschrieben von Bürgermeister Screeny. So. Guck, da ist es dann. Steht es dann dran, ne? Bulldogs. So bist du dann. Oh, Bulldogs. Warum hast du das weg? Oh, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das hat er das einfach weggehauen. Das sollen doch die anderen alle sehen. So.
fast nicht ganz wegmachen. Muss ich eine Zeile tiefer gehen? Komm schon. Komm schon. Boah. Ja, man muss das Schild immer anschreien, dann geht das schneller hier. Spaß. So. So, Bulldogs. Hauptsache du schreibst das jetzt nochmal neu, weil das muss da stehen bleiben. Ja, hier hinten hat auch jemand angefangen, was zu bauen. Ist denn da nochmal ein Schild, wer das angefangen hat zu bauen? Nein, sowas... Ich dachte, ich wäre gefreezed, bin irgendwie hängen geblieben. Wäre ganz gut, wenn hier ein Schild hingebaut wird, wer das baut hier. Ich glaube, das ist jemand, der nicht so oft hier auf die Map gekommen ist. Ja. Komm mal bitte wieder und bau dein Projekt hier weiter. Ansonsten wird das nach einer gewissen Zeit eventuell abgerissen. So, was steht da? Nein. Nee, der kommt woanders hin, der Skaterpark. So. Komm, besuchen wir mal kurz die anderen. Gucken wir mal, was die anderen machen. Retai. Retai hat mit mir noch gar nicht so richtig gesprochen. Was macht der denn übrigens? Wo ist der? Ach, der baut hier mal eben ein Haus. Ach, auch nicht schlecht. Retai baut mal eben hier ein Haus, ohne mir Bescheid zu geben. Ja. Aber ich finde es gut. Wisst ihr, warum ich das gerade gut finde? Nicht, dass einfach einer irgendwo was baut. Erstmal baut er hier in der Gegend, wo Häuser stehen. Das ist total in Ordnung. Und zweitens füllt er hier diese komische Lücke aus, wo ich schon öfter mal dachte, hier haben wir so viel Grünfläche, hier könnte doch irgendwas Schönes stehen. Eventuell irgendjemand ein Haus bauen und jetzt macht der Retai das und das finde ich super. Gut gemacht. So. So. Aber in Zukunft, wenn ihr irgendwas baut, bitte mich immer erst fragen. Aber diese Stelle ist super. Oh, dauert das wieder 10.000 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie viele Schilder habe ich jetzt in dieser Folge schon geschrieben? 7? 8? Keine Ahnung. Oh, guckt euch das mal, die Tastatur ist noch gar nicht da. Boah, habt ihr solche Probleme manchmal auch, dass die Tastatur gar nicht da ist? So, oh, hier schreibe ich jetzt nicht so viel, weil das würde ja ewig dauern. Wollt ihr nicht sehen, wie ich hier ein Schild schreibe? Die ganze Folge nur ein Schild schreiben, so. Oh, die Bulldogs. Wo ist denn der Haupteingang? Hier irgendwo, ne? Oh. Ach, hier geht's rein. Yeah. Einmal rein in die gute Stube hier. Ja. Der hat auf kleinsten Raum effektiv gebaut. Oh, jetzt wird's voll hier. Drei Leute sind direkt am Start hier. MLG-Boy, die Bulldogs und der Anakin. Schön. So. Ja, der Campingplatz eskaliert auch. Zieht euch das mal rein hier. Den können wir jetzt auch nicht wirklich mehr vergrößern. Wir haben vielleicht nur noch einen Stellplatz. Und der befindet sich hier hinten. Hier, da, hier haben wir vielleicht noch ein bisschen Platz. Ach ja, stimmt, hier wird ja auch was Neues gebaut. Wo war denn das? Hier, da ganz geradeaus, stimmt. Wer war das hier? Ah, okay. Wohnwagen von, oh, den Namen kann ich nicht aussprechen, das tut mir leid. Aber komm, das checken wir mal eben ab hier. Sein Wohnwagen, wie er den gebaut hat. Oh, der hat sogar einen Hund, hat der auch einen Namen? Peter. Ach, der Peter Zwegert von RTL ist hier. Na, haben sie dich endlich angebunden? Ah, wunderbar. So, schauen wir uns das mal an hier. Voll hier so ein bisschen Schalke-like hier so ein bisschen, ne? Weiß ich aber nicht. Da ist das Wohnmobil. Boah, ist aber auch riesig, ne? Boah, was? Das ist ein Sechsachser hinten, also... Alter, Dreierbereifung. Puh. Das ist schon ein Koloss. Was haben wir denn hier? Ach, WC. Oh, so ein Plumpsklo. Oh gut, dass ich hier nicht reinfallen kann. So, machen wir mal die Tür zu, weil es stinkt hier. Ah, guck mal, Waschbecken draußen. Ah, der hat dann alles gedacht hier. Cool. Wie lange nehme ich eigentlich auf? Ach, wir haben ja noch Zeit. So, Wohnwagen von... Da. RGFFF. Ja. So, gucken wir mal. Schauen wir mal rein hier. Alter, wenn ich hier überhaupt reinkomme. Was haben wir denn hier? Oh ja, hat der hier was drin? Ah, okay, ne? Cool. Das Bett ist hier. Küchenbereich, eine Werkbank. Was ist hier? Ach, hier ist die Fahrerkabine. Ah, schön, so ein Lenkrad. Na, warum nicht? Wow, ja, ein Riesending ist das auf jeden Fall. Ist nicht so einfach, sowas einzurichten, weil von außen sieht es groß aus, von innen ist es dann recht klein immer zum Einrichten. Ja, schön. Du darfst dich übrigens dann auch an die Bauteam-Tafel verewigen. R, G, F, F, E. Ich würde ja sagen Affe, würde ich sagen, also wegen F, F, E irgendwie. Oder
Giraffe. Boah, das ist ein krasser Name. Leute, ihr habt manchmal Namen. Da habe ich so meine Problemchen. Ach ja, und Peter ist ja auch noch unten da am Start. Cool. Cooler Wachhund. Peter, der Wachhund. Ja, Campingplatz ist voll, wie gesagt. Seht ihr ja. Einen Platz hätten wir vielleicht noch hier hinten. Da hinten ist das Weltenende. Da können wir nicht weiter bauen. Nicht, dass ihr sagt, oh, da ist noch so viel Platz. Und hier beginnt das Wohngebiet. Hier wird es auch noch sehr eng hier. Hier, MLG-Boy hat ja sein Gebäude abgerissen und nochmal ein bisschen neu gebaut. Ist von innen drin noch nichts passiert, aber es wird noch. Mal schauen. Vielleicht mal hier noch ein bisschen Platz hier hinten. Mal gucken. Vielleicht nehme ich das Stück hier weg und dann kann man hier immer noch so ein schönes Haus hinsetzen. Obwohl, wir haben auch auf der anderen Seite der Map, da ganz hinten da, wo der Anakin sein Haus gebaut hat, da gibt es auch noch genug Platz. Also Leute, Platz ist auf jeden Fall für jeden noch da. Wer fliegt denn hier rum? Wer ist das denn? Das war doch Anakin. Annie? Anakin. Anakin ist da. Ja, und warum kann ich meine Map nicht öffnen? Der hat eine Map in der Hand. Warte mal. Er soll mir mal kurz die Map geben hier. Irgendwie kriege ich es nicht geschissen, hier eine ordentliche Map hinzukriegen. Komm schon. Gib mir Map. Kein Bitte, voll ernst. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, das dauert hier ewig. Jetzt hat er die da hingeschmissen. Kann er Gedanken lesen? Der kann Gedanken lesen. Sind hier alles drauf? Warte mal. Ja. Doch schon, ne? Doch schon. Cool. Danke. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich schreibe ein Schild und der Junge liest mal eben Gedanken und gibt mir dann die Map. Super. Das war doch Anakin, ne? Möge die Macht mit dir sein, kleiner Padawan. Kannst ja Gedanken lesen. Du bist ja ein Jedi-Ritter, ich hab's ja ganz vergessen. So. Genau, jetzt können wir nämlich die Map hier schön oben dran knallen. So. Da. Cool. Boah, so voll ist das schon. Zieht euch das mal rein, ja? Hier oben, die Ecke ist schon komplett zugebaut. Hier ist es auch zu, auch wenn es frei aussieht beim Stadion. Aber da kommen noch andere Sachen hin. Mal gucken. Eigentlich ist hier in der Mitte vielleicht noch ein wenig Platz. Nicht mehr allzu viel. Ja, und hier unten. Und hier vielleicht noch ein bisschen. Aber das war's dann auch. Boah, guckt euch das mal an, ey. Zieht euch das mal rein, ey. Wie voll die Map ist. Alter Falter. Ja, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge hat schon wieder Überlänge. Deswegen beende ich jetzt. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.